Dein Baby ist satt, wach und möchte nun beschäftigt werden. In diesem Video zeige ich dir ein paar Babygymnastikübungen, die du mit deinem Baby im Alter zwischen ca. 2 und 6 Monaten machen kannst. 10 Minuten Gymnastik am Tag würden völlig ausreichen. Bitte mach diese Übungen nur dann, wenn dein Baby sich dabei wohlfühlt. Für uns war die beste Zeit direkt nach dem Aufstehen. Nachdem ich Andreas gestillt und gewickelt habe, war das eine tolle Zeit, um eine Bindung zwischen uns aufzubauen. In dieser Zeit haben wir entweder Babymassage gemacht, Pick-up-Übungen gemacht oder die Babygymnastik, die ich dir heute in diesem Video zeige. Zur Begrüßung wollt ihr mit eurem Baby Blickkontakt aufbauen. Umfasst sanft die Handgelenke eures Babys und führt die Arme langsam über dem Babys Kopf. Zur Abwechslung kann man die Arme über die Brust überkreuzen. Also baut mit eurem Baby Blickkontakt auf, schaut ihm in die Augen und redet mit eurem Baby. Schön ist auch die Übungen mit verschiedenen Kinderliedern oder Krabbelversen zu begleiten. Singt eurem Baby etwas vor. So kann es besser den Blickkontakt halten und ist konzentrierter. Danach könnt ihr die Babys Füße sanft massieren. Malt zuerst eine 8 über die gesamte Fußfläche eures Kleines. Ihr könnt auch die Reflexe testen, indem ihr sanft auf den Fußballen drückt. Der Fuß des Babys krümmt sich nach innen, als wolle das Kind damit etwas umklammern. Wenn ihr aber auf die Ferse drückt, öffnen sich die Zehen wieder. Eine Fußmassage stärkt das Fußgewölbe, wodurch die Entwicklung von Plattfüßen verhindert werden könnte. Die Massage wirkt auch beruhigend auf das Kind, löst Verspannungen, beruhigt das Nervensystem und verbessert die Durchblutung. Für die weiteren Massagetechniken verlinke ich mein Video zur Babymassage unter diesem Video. Um das Gleichgewichtssinn des Babys zu trainieren, könnt ihr das Baby von einer zur anderen Seite schaukeln. Umfasst mit euren Händen die Füße und die Hände von eurem Baby und schaukelt das Baby sanft hin und her. Das könnt ihr mit Krabbelfersen begleiten. Fährt ein Schifflein auf dem Meer, schaukelt hin, schaukelt her. Kommt ein großer Sturm daher, fällt der Andreas ins Meer. Platsch! Ihr könnt auch mit eurem Baby radeln und folgende Vers sagen. Die Maus hat rote Strümpfe an, damit sie besser radeln kann. Sie radelt bis nach Dänemark, denn Radeln macht die Waden stark. Übrigens, die Übungen habe ich entweder auf dem Bett oder auf dem Wickeltisch gemacht. So ist es etwas schonender für Mamas Rücken. Diese Übungen kräftigen die Muskeln und fördern die natürliche Beweglichkeit des Babys. Und das Kind lernt, seinen Körper besser kennenzulernen. Im kunterbunten Haus wohnt eine kranke Maus. Ihr tut weh der Bauch und das Köpfchen auch. Die Füßchen und der dicke Zeh tun dem Mäuschen weh. Die Mäusemama kocht Kamillentee und dann tut nichts mehr weh. Der Schmerz geht aus dem Bauch und aus dem Köpfchen auch. Und die Füße und der dicke Zeh, die tun auch nicht mehr weh. Blickkontakt und Berührungen fördern Bindung zwischen Bezugsperson und Baby. Schön ist auch die Übungen mit verschiedenen Kinderliedern oder Krabbelversen zu begleiten. Singt eurem Baby etwas vor. So kann es besser den Blickkontakt halten und ist konzentrierter. Andreas hat mich fast die ganze Zeit angeschaut und war sehr aufmerksam zuzuhören, was ich ihm erzähle. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gel. Schieb, schieb in Ofen rein. Im zweiten Lebensmonat des Babys sind die Hände meist zu Fäusten geschlossen. Animiert das Baby dazu, die Hände zu öffnen. Das könnt ihr machen, indem ihr mit den Händen klatscht oder mit dem Baby Backe-Backe-Kuchen spielt. Das macht dem Baby wirklich Spaß, es hört Mamas Stimme und dabei versteht ihr, dass die Hände auch geöffnet sein können.
Danach könnt ihr die Handflächen des Babys gründlich massieren. Das könnt ihr genauso machen wie mit den Fußsäulen. Einfach in der Uhrzeigersinn massieren. Danach könnt ihr mit einzelnen Fingern spielen. Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der sammelt alle auf, der bringt sie nach Haus und der Kleine, der isst sie alle auf. Steigt ein Bübchen auf den Baum, ei so hoch, man sieht es kaum, hüpft von Ast zu Ästchen, schlüpft ins Vogelnestchen, ei, da lacht es, ei, da kracht es, plumps, da liegt es unten. Fünf Frösche, faul und satt, sitzen auf dem Seerosenblatt. Der erste springt ins Wasser, der zweite springt ins Wasser, der dritte springt ins Wasser, der vierte springt ins Wasser, der fünfte springt ins Wasser. Fünf Frösche, faul und satt, schwimmen zurück zum Seerosenblatt. Der erste schwimmt zurück, der zweite schwimmt zurück, der dritte schwimmt zurück, der vierte schwimmt zurück, der fünfte schwimmt zurück. Jetzt sitzen alle wieder faul und satt auf dem großen Seerosenblatt. Damit sich die Babys körperlich gut entwickeln, sollten sie so viel Zeit wie möglich in der Bauchlage verbringen. So stärken sie ihre Muskulatur, die sie später fürs Krabbeln, Sitzen und Laufen benötigen. Am besten dreht ihr das Baby auf den Bauch von der Rückenposition. Umfasst mit einer Hand die Oberschenkel von dem Baby und schlägt das eine Bein über das andere. Man kann noch ein bisschen nachhelfen, indem man mit der Hand sanft auf den Po drückt. Wenn euer Baby in der Bauchlage liegt, ist es am besten, wenn ihr euch vor dem Baby setzt, damit das Baby euch sieht. So fühlt sich das Baby am wohlsten und ihr könnt mit dem Baby euch unterhalten, ihm etwas zeigen, vielleicht ein Spiegel zeigen oder eine Rassel, damit das Baby sich ablenken lässt und die Bauchlage gar nicht so schlimm findet. Ihr könnt auch irgendeinen Vers sagen, damit das Baby euch zuhört und die Bauchlage angenehm findet. Hier bei diesem Rassellied spielen alle Rasseln mit, spielen auf laute Weise. Spielen auch mal leise. Wir drehen uns im Kreise. Je öfters das Baby in der Bauchlage liegt, umso schneller gewöhnt es sich an diese Position dran und kann später gerne in der Bauchlage die Zeit verbringen. Wie gesagt, die Bauchlage ist super wichtig für die Entwicklung des Babys, deswegen fängt früher an, das Baby in die Bauchlage zu bringen. Falls dir dieses Video gefallen hat, bitte vergiss nicht, mir Daumen hoch zu drücken. Teil dieses Video auch mit deinen Freunden und kommentier unten, wie alt dein Baby ist und ob du ähnliche Videos sehen möchtest. Dann weiß ich Bescheid, welche Themen dich interessieren. Bitte abonniere meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist und ich empfehle dir unbedingt noch diese Übungen anzuschauen. Dort zeige ich Pickup-Übungen für Babys im ähnlichen Alter. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!